Hallo, ich mache hier eine Pause. Ich bin hier, ich habe eine Bank gefunden, wo ich mich jetzt etwas ausruhe. Ich habe zum Glück alle SD-Karten gefunden. Mir sind alle SD-Karten runtergefallen. Da waren auch kleine Micro-SDs dabei, die ich mit einem Adapter mitgenommen habe, weil ich einfach nicht genug andere normale SD-Karten hatte, und ich habe alle gefunden, die waren in einer anderen Tüte. Also insofern ist das gerettet. Das Problem ist Strom. Ich habe alle Akkus aufgebraucht, habe schon von dem Solarmodul alles leer gemacht. Ich habe ein bisschen, aber nicht viel rausholen können an Sonnenenergie, aber das ist minimal, reicht nur für ein paar Minuten, weil das ist sehr schattig. Immer dann sind immer sehr viele Bäume und die Sonne wandert, und eine halbe Stunde später, da wo Sonne ist, hat man Schatten. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht, weil ich habe dieses Ladeteil dabei. Das ist eigentlich für die Handys gedacht. Ich habe allerdings keinen Adapter dafür für die Kamera. Die Kamera hat so einen kleinen USB-Stecker, der ist aber viel kleiner, der passt also nicht. Ja, und ich habe überlegt und mir ist eine Lösung eingefallen. Und zwar dieses Teil lässt sich ja mit normalen Batterien betreiben. Und ich habe vier Reservebatterien für mein Stiripin, Lithium-Batterien. Und ich habe eine Idee, wie ich diese Lithium-Batterien jetzt verwenden kann, um die Kamera aufzuladen. Die Sache ist eigentlich ganz simpel, man muss erst mal drauf kommen. Mit diesem Stecker kann ich dieses Teil hier aufladen. Das ist eine Powerbank, die man normalerweise fürs Handy kennt. Und ob man das sieht, das leuchtet jetzt rot. Ich kann sehen. Ja, minimal, mal gucken. Da, es leuchtet rot. Das heißt, das Teil wird geladen. Ja, und jetzt ist natürlich ganz einfach. Jetzt, wenn das Ding voll ist oder die Batterie leer ist, je nachdem, die Lithium-Batterie, dann stecke ich einfach mein Kamerakabel hier rein und lade damit meine Kamera. Jetzt habe ich vier Lithium-Batterien, volle Lithium-Batterien, und das bringt noch mal Energie. Da kann ich einige Stunden noch aufnehmen. Da bin ich jetzt beruhigt, denn mit diesem kleinen Teil, mit diesem kleinen Solarteil, die Kameraakkus aufzuladen, kann man vergessen. Dann vielleicht, wenn es sehr sonnig ist und man sich nicht bewegt und das Teil immer in der Sonne steht, dann schafft man das vielleicht ein paar Stunden, den ganzen Tag maximal. Aber man bewegt sich ja, man hat ja Schatten. Ja, und das funktioniert. Und jetzt kann ich einfach weiterdrehen. Und dann ist nur die Frage, ob ich genug SD-Karten habe, genügend Speicherkapazität. Ich denke, ja, ich werde mal sehen. Das werde ich jetzt nicht nochmal auf Spanisch und Englisch erzählen. Das werde ich einfach nachvertonen und in einem separaten Video einfach reinstellen, weil es gibt ja sowieso nicht viel zu sehen, außer vielleicht dieser kleinen Aussicht. Aber ich glaube, das ist nicht so interessant, dass man da stundenlang da drauf gucken kann. Ja, okay, dann werde ich mal, ich habe jetzt Hunger. Ich muss mir irgendwie einfallen, mir muss es einfallen, was ich mir zubereiten kann, sodass ich möglichst meine Reserven nicht antaste. Ich habe zwischendurch noch Brennnessel gefunden, voll mit Brennnesselsamen. Ich werde einfach mal was überlegen, was ich daraus machen kann. Schon wieder karamellisierte Brennnesselsamen. Ist zwar sehr lecker, aber 5 Tage oder 6 Tage kann man sich davon nicht ernähren. Zumindest
Nicht, wenn es Spaß machen soll. Ja, ich bleibe erstmal auf dieser Bank und halte euch auf dem Laufenden. Bis später. Ja, hier bin ich nochmal. Das ist wie Zauberei. Eben hat das noch funktioniert. Ich habe diese Batterie gehabt. Dann hat das auch funktioniert. Das habe ich euch gezeigt. Das leuchtete rot auf. Dann habe ich die Lithium-Batterie reingetan. Und es funktionierte nicht. Ich habe jetzt alles Mögliche ausprobiert. Die Batterie ist nicht leer, denn das Handy lässt sich aufladen. Ich habe auch hier mein Handy hier aufgeladen. Es ist wie Zauberei. Aus irgendeinem Grund scheint diese Lampe nicht zu leuchten. Das ist mir ein Rätsel. Das beschäftigt mich natürlich, weil dass ich mich mit Pflanzen nicht so auskenne. Das ist verständlich. Ich habe kein Botanik oder so studiert, aber ich habe Elektrotechnik studiert. Und ich stehe wirklich vor einem Rätsel. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, wenn ich diese Batterie. Ich habe auch die Kontakte alles gekratzt, ob das irgendwie oxidiert ist oder die Batterien leer sind. Ich habe selbst die Batterien getestet im Steripen. Der Steripen funktioniert. Im Moment stehe ich vor einem Rätsel. Das nächste Problem ist, dass ich einen unheimlichen Hunger habe und ich habe beschlossen, jetzt an meine Vorräte dran zu gehen, an die Salamis und an Brot und an die Riegel, denn jetzt irgendwelche Sachen aus der Natur zu machen, da bin ich einfach zu sehr unterzuckert. Ich bin jetzt einiges gelaufen und da müssen eben die Notrationen her. Das ist der Stand. Ich hoffe, ich finde eine Lösung, dass ich möglichst viel filmen kann. Noch habe ich ein bisschen Strom hier, dass ich die Akkus aufladen kann, aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Ja, das ist der Stand. So, nachdem ich einfach hier mal ein paar Salamis gegessen habe, zwei Scheiben Brot dazu, sowas hier, so Art Knäckebrot, den Rest Studentenfutter, den Rest karamellisierte Brennnesselsamen, die ich mir selbst gemacht habe, und dann so ein Haselnussschnitte, ja, so eine Art Fressattacke, aber es geht mir schon besser. Ich werde weiterhin an dem Problem arbeiten, wie ich die Energie von diesen Batterien hier in die Batterien der Kamera einfach rüber transportieren kann. Das beschäftigt mich.
Ja, jetzt leuchtet's. Das muss ein Wackelkontakt sein. Da, wo ich da rumgepult habe, ich habe einfach da die Batterie drin gedreht. Ich bewege das Teil nicht, denn das könnte irgendwo anders ein Wackelkontakt sein. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich habe jetzt eine Lithiumbatterie drin und am besten bewege ich das Teil überhaupt nicht, damit sich das aufladen kann. Mit letzter Sicherheit weiß ich es nicht, aber vermutlich ist es irgendwie ein Wackelkontakt.